Revolutionstheorie von Marx und Engels. Karl Marx hat gemeinsam mit Friedrich Engels dazu beigetragen, dass der Klassenkampf im 19. Jahrhundert stattfand. Er gilt als einer der einflussreichsten Theoretiker von Sozialismus und Kommunismus. Die Zustände in den europäischen Ländern fand er furchtbar ungerecht. Einigen Reichen, etwa Fabrikbesitzern, gehörte im 19. Jahrhundert fast alles. Die Arbeiter hatten kaum Rechte und schufteten für einen Hungerlohn. Wegen dieser Ungerechtigkeit kündigte Marx an, dass es zu Revolutionen kommen werde. Das Proletariat, so nannte er die Arbeiter, werde die Macht übernehmen und eine kommunistische Gesellschaft errichten, in der es keine unterschiedlichen Klassen und keine Ausbeutung mehr gebe. Dieses Ziel einer klassenlosen Gesellschaft verfolgt auch der von Marx und Engels begründete Marxismus. Dieser lässt sich auch mit ihrer Revolutionstheorie in Verbindung bringen. Laut dieser lehnt sich die große, unterdrückte Mehrheit gegen die reiche Minderheit auf. Das führt zu einer Revolution und der Kapitalismus wird durch den Sozialismus ersetzt. Infolgedessen wird Privateigentum zu Kollektiveigentum und es kommt zur Diktatur des Proletariats, also der Herrschaft der Arbeiterklasse als die Mehrheit der Bevölkerung über die Minderheit der enteigneten Kapitalisten. Das Endziel einer Revolution ist laut Marx und Engels der Kommunismus, eine wahre klassenlose Gesellschaft. Allerdings gibt es auch viele kritische Stimmen gegenüber der Theorie. Nimmt man als Beispiele die UdSSR und die DDR, erkennt man, dass sozialistische Länder in Realität mitnichten Systeme der Freiheit und der aufblühenden Wirtschaft waren, nein, im Gegenteil, sie wurden zu Systemen der Mangelwirtschaft und der politischen Unterdrückung. Wir hoffen, das Video konnte euch die Revolutionstheorie von Marx und Engels etwas näher bringen und dass ihr die Grundidee verstanden habt.